wunderschönen guten Abend, Rock am Ring! Der Manager ist tot, die Kohle war Papan. Wir uns nur noch Bullen mit Pistole in der Hand. All die roten Autos, all die teuren Frauen. Alles schon gesehen, nein, wir leben Köln tot. Champagner, Empfänger, was soll das? Und sogar der Wettergott spielt mit. So ist Rock am Ring, wie wir es lieben. Will nur eins sagen kurz. Wir haben Nachrichten bekommen aus Argentinien, aus Mexiko, aus Liverpool von Kumpels, die dieses Video geschickt haben, wo es in England rumgeht. Wie ihr gestern beim Rauslaufen You Never Walk Alone gesungen habt und so. Die sind alle tierisch beeindruckt und das ist einfach gnadenlos gut von euch gewesen. Ja, die Art und Weise, wie ihr das mit Humor genommen habt, wie ihr das ertragen habt und die Party weitergezogen habt, das war für uns der Moment, wo wir doppelt motiviert hier hingefahren sind und alles geben werden, dass wir dieses so irritierend gestartete Wochenende noch rumreißen und die Hölle draus machen! Auswärts spät! Und dann kann die Show losgehen. Sie sind nicht allein, denn wir sind dabei. Auch wenn es heute auf Sau gehen. Wenn er raufkommt, ist nicht da. Ob das für ein Mensch jemand hier sonst verliert, ist uns nicht interessant. Wir können uns lachen so ab. So hoch hier, weil es wird trotzdem nie passieren. Doch nur einer von uns will euch doch schon mögen. Ihr seid nicht wie wir. Oh,
Verzeiht uns, dass wir uns anfangs in unserer Aufregung nicht richtig vorgestellt haben, nicht gesagt haben, wer wir sind. Wir sind eine Laune der Natur! Für eine Kugel Eis. Schicken die Tsunamis auf Entdeckungstour. Ihr fragt, wie machen die das nur? Wenn wir traurig sind, beginnt die Regenzeit. Vergießen Tränen und das Wasser steht euch bis zum Hals. Wenn Gott so mächtig ist, was sind wir dann nur? Yeah.
Nachkriegszeit geschrieben. Ein Mann, den wir sehr bewundern. Alleine für dieses Lied. Ich rede über Hannes Wader. Heute hier, morgen dort. Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort. Hab ich niemals deswegen beklagt. Alles selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefahren. Manchmal träume ich schwer, dann denke ich es her, Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr, es ist mir längst klar, dass es bleibt, dass du bleibst, viel zu wahr. Das ist zwei, das ist zwei, fünf, zwei.
Leute, seid ihr warm? Kann's jetzt endlich losgehen hier? Also, wir wollen den Chor jetzt von hier bis dahin. Und das die Mario. Gott sei Liebe sie. Und in der Welt ist so. Bringen sie ein Liebe sie. Und das die Mario. Wisst ihr, auf was wir wirklich stolz sind, ist die Tatsache, dass wenn wir zu Rock am Ring fahren, dass wir da ohne wirklich zu lügen immer auch sagen können, wir kommen nach Hause, wir fahren nach Hause, weil wir über all die Jahre so eine emotionale Bindung zu euch haben, zu den Leuten, die es hier machen. Das sind da Momente, wo einem klar ist, man kann in Fernsehshows rumhängen, man kann Interviews geben oder man kann im Studio Stücke schreiben und aufnehmen. Aber letztendlich geht es dann doch letzten Endes immer um diese Momente mit euch zusammen abzufeiern und jeder aus seiner Perspektive diesen Abend mit euch zu teilen und so nach Hause zu gehen. Das ist der Moment! Morgens um 6 hol den Kotzen aus dem Bett. Sind so müde, doch die Kopfhack sind perfekt. Fahren zur Schule, parken hinten auf dem Hof. Gib's mir einen Kuss, Ruß, Papa, ich muss los. Weg dir hinterher, fahr rum um den Block. Radio an, wie immer nur Schrott. Geh am kleinen Knopf, fahr raus aus dem Beton. Und sie spielen unseren Song. Das ist unser Tag. Zerbrochen und Gitarre verbrannt. Weiß nicht mehr, wann ich zum letzten Mal schlief. Immer auf der Jagd nach dem besten Lied. Stehen hinter der Bühne, bilden einen Kreis. Jetzt ist es soweit, auch wir sind bereit. Sind hier hinterm Vorhang, hören wie ihr singt. Rammstein spielen im Park und wir am Ring. Das ist unser Tag, das ist unsere Zeit. Und sie fliegt nicht mehr. Mach dein aus, mach das hier, du stoß, mach verlier, mach.
Geschichte von Buddy and Clyde. Als wäre die
Als wir folgendes Lied geschrieben haben, da haben wir die ganze Zeit auch immer an alle die von euch gedacht, die mit uns Land auf, Land ab, rauf und runter fahren, sogar bis nach Südamerika hinterherkommen, ihre Ferienpläne nach uns justieren. Und all denen von euch wollen wir dieses Lied jetzt widmen. Wie viele Jahre kann das so weitergehen? Like they're calling my name, a heavy hand.
is shaking my bed. I'm waking up and I feel the strain. I'm feeling pushed again. So what everyone does. I don't like it when you get too close. Don't wanna be under your thumb. I'm feeling pushed again. Something's gonna break. Made me think I'd be better off dead. Why can't you be the end of solitude? Lass uns auch in diesem Moment mal all die Leute vor ihren Fernsehgeräten grüßen. Hallo Fernsehen! Kurzer Tipp für die Couch zu Hause. Wenn ihr das richtige Rock am Ring-Feeling haben wollt, kurz aufstehen, ins Badezimmer gehen, sich unter die Dusche stellen und ganz schnell wiederkommen. Hey. Soll euch einen schönen Gruß von Rammstein ausrichten. Sie hätten gerne gespielt. Sie haben uns beauftragt, als Entschädigung für euch jetzt selber eine kleine Pyro-Show abzuziehen. Also in diesem Sinne. Here we go! Können wir mal eben Verfolger ausmachen, dass man das sieht. Manchmal läuft es wie im Märchen, wo es immer gut ausgeht, wo alles seine Führung hat und man vom Schicksal spricht. Und weil du gerade glücklich bist, glaubst du ans Happy End. Es ist schön, wenn du sagst, dass du mich liebst, auch wenn ich dabei denk, alles wird vorübergehen.
das wird alles mal vorübergehen. Du denkst, dass du ewig willst, dass du hier sicher bist. Mit all den vielen netten Freunden, den lieben Menschen um dich. Wenn der Boden unter deinen Füßen bricht, gibt's keinen Halt für Griff. Ob du loslässt oder ob du kämpfst, es lässt dich einfach weg. Alles wird vorübergehen. Das wird alles mal vorübergehen. Die gute und die schwere Zeit, nichts bleibt jemals stehen. Eine Handvoll Glück reicht nie für zwei. Man muss nehmen, was man kriegt. Ich hab keine Angst zu sterben, solange du bei mir bist. Doch halt dich nicht an meiner Liebe fest. Alles wird vorübergehen. Das wird alles mal vorübergehen. Ja, es wird alles mal vorübergehen. Vielen Dank. Wir haben jetzt ein paar Abende hinter uns, auch gestern im Park, und berührt uns sehr, zu sehen, wie viele von euch schon die neuen Lieder mitschreien können, mitsingen können und so. Es gibt einem einfach ein geiles Gefühl, dass man weiß, wenn man selber ein Loch im Kopf hat oder so, da stehen noch ein paar, die können sowieso besser singen. Und dann geht man schon viel lässiger raus hier. Dieses Jahr ist Energie und vielleicht kann der eine oder andere von euch das ebenfalls so bringen. Ba, ba, ist das der Ton? Ba, 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 ba. Rock am Ringkorn, seid ihr bereit? Ba 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 ba. Zu dir.
Das nächste Lied, es geht raus an Reinhard May, den wir als Texter, als Liedermacher unglaublich verehren. Und das ist eine Weiterführung seines Songs über den Wolken. Das war ja damals so eine Art Hymne für die Bundesrepublik, bestimmt auch für die DDR. Und wir haben einfach versucht, den Gedanken für heute weiterzuspinnen. Wie seltsam diese Zeiten gerade sind, wie man ständig verunsichert wird, wo jede Menge Shit abgeht. Aber letztendlich können wir aus vielen Dingen gar nichts lernen, außer den Moment zu zelebrieren, in dem es uns gut geht, in dem wir gesund sind. Und der Tatsache vielleicht, dass wir uns Schneid nicht abkaufen lassen, dass wir unser Leben so führen, wie wir es verdammt nochmal führen wollen. Unter dem Wolken! Leute, erlaubt uns mal eben eine Aktion in eigener Sache. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, wenn wir auf Tour gehen, man weiß ja nie, welche die letzte ist, Filme zu machen. Dann schalten wir immer diese, schneiden wir die Höhepunkte zusammen. Und Weihnachten, wenn wir so ein richtig dickes Ding geraucht haben, dann schauen wir uns die Scheiße an im Schnelldurchgang. Deshalb also jetzt, liebe Weihnachtsfeiergemeinde, das hier
ist Rock am Ring 2017! Fühlt ihr euch gut? Okay, ich gebe zu, das war jetzt so richtige Rockkonzert-Scheiße. Als ob ich eine Stimme daraus hören könnte. Ich habe so... Aber was ich euch sagen kann, ich kann für mich sprechen und für die Jungs da oben. Wir fühlen uns gut! Nein, ihr müsst rufen, was, wir können nichts hören! Und dann ich, was, wir können nichts hören! Was, wir können nichts hören! Und ich dann, wir fühlen uns gut! So, was machen wir jetzt? Setzen wir uns oder ist uns die Scheiße zu nass hier? Es geht alles von eurer Zeit ab! Okay, Fahnenschwenker können natürlich oben bleiben. Ey, braucht ihr noch ein niederschmetterndes Erlebnis oder irgendwas, was euch sonst auf den Boden bringt jetzt? Vielleicht die Tatsache, dass Real Madrid wieder gewonnen hat? Ich weiß es nicht, ich bin da emotionslos. Also Leute, seid ihr startklar? Wenn du mit dir am Ende bist und du einfach nicht weiter willst, weil du dich nur noch fragst, warum und wozu und was dein Leben noch bringen soll, halt durch. Auch wenn du allein bist, halt durch. Frag jetzt nicht nach dem Sinn, halt durch. Irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so geht. Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. Es gibt Leute, die quatschen uns an,
Sagen wir mal, hat dieses Lied was mit den Ärzten zu tun? Ist das ein Hinweis? Ist das ein Gruß? Sie reden über Wannsee. Also von mir aus ist das auch gerne ein kollegialer Gruß. Aber es ist natürlich auch, naja, was soll ich sagen, Berlin und der Wannsee. Ich meine, was ist das gegen den Rhein in Düsseldorf? Wannsee! Das Hütchen aus der Hauptstadt lässt mich nicht mehr richtig denken. Will mein Netz in ihrem tiefblauen Swimmingpool versenken. All die Welt um sie herum lassen sie nicht richtig atmen. Hier stirbt man ordentlich, man tut persönlich mit dem Rasen. Ohne dich hätte ich diese Gegend nie gesehen. Sand. Kann uns das schon sehen, leicht sonnenverbrannt. Wirst du nicht glücklich, ich weiß, du träumst von einem anderen Ort. Sag doch einfach nur ja und ich wäre dir, ich nehm dich mit nach Düsseldorf. Jetzt ist so ein guter romantischer Moment, oder? Der Mond schaut zu und der Regen ist so ein bisschen klammer geworden. Der könnte sich mal ein bisschen Mühe geben, aber es ist der richtige Moment. Wie geht das nochmal mit den Armen von links nach rechts? Sieht ja immer ganz okay aus. Aber wir brauchen doppelt so viel. Doppelarm. Alles aus Liebe! Ich würde dir gern sagen, wie sehr ich dich mag, warum ich nur noch an dich denken kann. Ich fühle mich wie verhext und in Gefangenschaft, und du allein trägst Schuld daran. Worte sind dafür zu schwach, ich befürchte, du glaubst mir nicht. Mir kommt es vor, sag mich im Anfang, dieses Märchen wird nicht gut ausgehen. We'll be right back.
sterbe bei Gedanken nur, dass ich dich nicht für immer halten kann. Auf einmal brennt sein Feuer in mir, der Rest der Welt wird schwarz. Ich spüre, wie unsere Zeit verrückt. Heute Nachmittag auf der Terrasse, da war großartig für euch da oben. Eine ganze Reihe voller Rollstuhlfahrer mit sensationeller Stimmung. Hoffe, euch geht's gut. So, sollen wir anfangen jetzt hier mit dem Ding? Sollen wir es jetzt rocken? Seid ihr bereit? Soll ich wieder für euch Ja schreien? Ja! Seid ihr bereit? Ja! Okay, und jetzt nochmal Vollgas für all die Arschlöcher im Fernsehen. Seid ihr bereit? Ja! Es kommt die Zeit, in der das... Es kommt die Zeit, in der das... In der das Land schon wieder hört. Ich glaube, dass die Welt sich noch mal ändern wird. Und dann gute Waffe we
Es kommt die Zeit. In der Sünden, die da ist. Es kommt die Zeit. In der Sünden, die da ist. In einer Welt, in der man nur noch lebt, ist die größte Aufregung, die es noch gibt. Hey, hey, hey!
Hey. Wisst ihr, was das Schöne ist? An so gewissen Ritualen, zum Beispiel, wenn man zu einem Festival fährt, wie Rock am Ring. Für die Bands genauso wie für alle Besucher, die einfach nur zum Abfeiern kommen. Man fährt dahin, man ist erstmal froh, dass man einen Parkplatz findet, weil man hat ja schon zu Hause eine Kiste Bier getrunken mit den Kumpels. Dann baut man alles auf, Zelt steht, nächste Palette. Dann geht man so in den Wein über und irgendwann ist es dann soweit. Dann müssen die richtigen Sachen auf den Tisch kommen und dann geht kein Weg mehr dran vorbei. Jägermeister! Zehn kleine Jägermeister rochten einen Joint. Einen hat es umgehauen, waren es nur noch neun. Neun kleine Jägermeister wollten gerne erben. Damit es was zu erben gab, musste einer sterben. Acht kleine Jägermeister fuhren gerne schnell. Sieben fuhren zu Rock am Ring, einer fuhr nach Köln. Sieben kleine Jägermeister waren beim Rendezvous. Bei einem kam ganz unverhofft der Mann hinzu. Sechs kleine Jägermeister wollten Steuern sparen. Hönes wurde eingelocht, fünf durften nachbezahlen. Fünf kleine Jägermeister wurden kontrolliert. Ein Polizist nahm Sorgenau, da waren sie noch zu vier. Einer für alle. Bei der Bundeswehr, sie tranken um die Wette, den Besten gibt's nicht mehr. Drei kleine Jägermeister gingen ins Lokal, dort gab's zwei Steaks mit Bohnen, eins mit Rinderwahn. Drei kleine Jägermeister warten um Asyl, einer wurde angenommen, der andere war zu viel.
Dank euch allen. Danke. Rock am Ring. Geil wie eh und je. Ich glaube, wir kennen uns lang genug, dass ihr beurteilen könnt, dass das von mir jetzt keine Anbiederei ist oder so. Was ihr in diesen Tagen abgezogen habt, das war außergewöhnlich. Bei diesem Scheißwetter, bei diesen ganzen Dingen, die geschehen sind, dass ihr eure Laune so behalten habt und das hier so abzieht, ist einfach absolut großartig, Leute. Da könnt ihr euch was drauf einbilden. Weiß nicht, wer von euch damals dabei war, wo ich mit Materia da dieses letzte Lied gesungen habe, bei Rock am Ring damals, wo wir dachten, wir kommen nicht mehr zurück. Und damals habt ihr geschrien, wir sind der Ring! Wir sind der Ring! Und es stimmt. Das kann euch keiner nehmen, Leute. Das kann euch keiner nehmen. Aber bei aller Liebe muss ich euch Folgendes sagen. Ich bin jetzt mittlerweile fast 40 Jahre in der Branche. Ich habe vorher Porno gemacht auf Ibiza. Da bin ich rüber gewechselt, weil man gesagt hat, da kannst du mehr verdienen und so. 40 Jahre in der Branche. Ich bin damals eingestiegen mit den ganz billigen Nummern. Jürgen Drews und so. Eisgekühlter Bommerlunder. Aber ich habe mich weiterentwickelt, Leute. Ich wollte auf einem anderen Level sein. Ich will das Feldtor beeindrucken. Und dann kommt ihr daher und schreit eisgekühlter Bommerlunder. Das könnt ihr mit mir nicht machen! Das geht alles von eurer Zeit ab! Damit habe ich nichts mehr zu tun! Zu einem Bällchen
belichtes Bummel Schenker. Ein belichtes Bummel, ein. Das sind zwei belegte Wohnen. Ist doch gut, ne? Eins mit Schenker, eins mit ein. Und dazu eisgekühlt, aber mal interesting, mate, what you're playing, but I like it. Es hört sich nach Freunde an, oder? Mit 15 schrieben wir noch Parolen an die Wand, die keiner von uns damals so ganz genau verstanden. Wir waren mit 20 klar dagegen, egal was das gerade war. Hauptsache zusammen und mit dem Kopf durch die Wand. Das Leben kam oft anders und selten wie gedacht. Wir haben all die Kompromisse nie mit uns gemacht. Wir würden füreinander lügen, nur falls auch vor Gott. Wir haben nie drüber geredet, doch wir halten unser Wort. Alles, weil wir Freunde sind. Weil wir noch Freunde sind. Manche sind gestorben, andere gingen weg. Wir haben einfach immer alles überlebt. Wir sind anders als die anderen, auch wenn's keine anderen gibt. Wir schwören uns immer wieder, dass das Beste vor uns liegt. Die Jahre ließen Spuren, man kann sie deutlich sehen. Wir würden uns das so nie sagen, weil wir Freunde sind. Wir streiten nun. Ich weiß nicht, an wen ihr denkt, wenn wir dieses Lied spielen. Wir denken heute an Manfred Meyer, an Uwe Faust, an Jochen Müller und an unseren
Holger Wallirode. Vielen Dank! Wenn wir verlieren, was macht es aus? Ist ja so eine relative Sache, ist ein Geburtsjahr. Aber wenn ich mir überlege, wie ich morgens aufstehe oder heute Morgen, da war ich zum Beispiel schon 85 und jetzt stehe ich hier mit euch im Regen und ich fühle mich wieder irgendwie so halbstark! Ja! Vielen Dank. Als ich 5 Jahre alt war, da hat mein älterer Bruder, mein 10-12 Jahre älterer Bruder John, der musste mir dann immer Schallplatten vorspielen, damit ich ins Bett gegangen bin. Und dies hier ist das allererste Lieblingslied meines Lebens, deshalb spiele ich es immer wieder gerne. Denke sehr oft an dich, John, wenn ich es spiele. Und musste auch wieder feststellen, ich habe das damals geliebt, dieses Ding. Ich bin einfach ohne diese Sache nie ins Bett gegangen. Primitiv schepperndes Schlagzeug, hysterischer Gesang, da war schon alles drin. Ich rede hier über die McCoys, Hanger und Sloopy und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen von euch auch. Und es ist die ideale Nummer jetzt.
Hier, ein Arm hier so, zwei Arme. Schaffen wir das? Wie ist das hier mit Trockentanzen? Das ging doch hier, oder? Ich finde, die Musik stört immer am meisten beim Tanzen. Wer hat's drauf? Springen! Könnt ihr dabei springen? So, das sieht doch schon mal sehr ordentlich aus! Soll ich euch sagen, wenn wir nach hinten laufen, also wir hören jetzt mit der Scheiße auf, mit diesem Rauslaufen und Herlaufen, oder? Wir spielen den Senf jetzt durch, den wir drauf haben. Aber es hat seinen Vorteil, da kann man kurz mal miteinander quatschen, wie es einem geht und so. Und ich kann euch sagen, wir können überhaupt nicht mehr aufs nächste Mal warten, wir sind wieder heiß! Ja, okay, das ist die Geschichte über dieses Mädchen. Madeleine, es geht so.
Oh Madeleine, ich bin keiner, der sein Herz so leicht verliert. Doch ich glaube, wir beide passen gut, das hab ich gleich beim Tanzen gespürt. Ich habe auch kein Vorurteil, es ist toll, dass wir uns treffen. Ich bin zum 10. Mal bei Rock am Ring und ich möchte mit dir schlafen. Ich will dich, ich will dich, aber nicht bevor ich weiß, gibt es irgendwelche Nazis in deinem Bekanntenkreis. Blödes Gerede, sowas muss ja nicht unbedingt sein. Oder es ist ja nur eine Frage, du sagst einfach ja oder nein. Quatsche hätte fast die Stimmung versaut. Wo sind bloß die Kondome? Du hast so super weiche Haut. Und jetzt kannst du's mir ja sagen, nur damit ich's weiß, gibt es irgendwelche Nazis in deinem Bekanntenkreis. Ich will dich, ich will dich. Seht mir genauso wie ihr, seht mir genauso wie ihr. Und bei aller Scheiße, die passiert, sollten wir genau diesen Aspekt nicht aus den Augen verlieren. Ja, wenn solche Leute solche Irritationen und so benutzen, um für sich Politik zu machen oder so, dann müssen wir halt haarscharf denen auf die Finger hauen und das tun wir ja auch. Solange wir so viele sind oder so, habe ich keine Schiss und bin da relativ sorgenfrei. Dieses Lied hier. Das ist einen seltsamen Weg gegangen. Das wird auf Hochzeiten gespielt. Das haben viele Sportler so als Hymne, wenn sie ihre besten Momente abfeiern. Es ist auch das meistgespielte Beerdigungslied in Deutschland seit ein paar Jahren. Aber wir haben, als wir das geschrieben haben, immer nur an solche Momente gedacht, an Abende wie diese, wo das dann eben genau für uns so hinkommt. Und deshalb denke ich, dass es für uns jetzt keinen besseren Song gibt, als diesen hier rauszuhauen. An Tagen wie diesen! Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als erst ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch.
durch die Straßen ziehe. Komm dir entgegen, ich hab zu holen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Terrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind und dich drin. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. Leute, das ist der Moment, auf den ich mich am meisten gefreut habe, diesen Abend, nachdem ich gestern die Bilder gesehen habe, wie ihr vom Platz gegangen seid. Und wir haben das immer wieder gesagt, in diesem Lied geht es um so viel mehr als um Fußball oder irgendwas. Und es ist einfach das Ding, was eigentlich alles ausdrückt, wie es uns geht und wie man zusammenhalten kann und wie man durch diese Scheiße durchgeht. Und deshalb ist es euch heute ganz besonders ans Herz gelegt. Und es hat uns lange, lange nicht mehr so viel bedeutet, den Song zu spielen wie heute Abend. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank für euer geniales Verhalten.
Vielen Dank dafür, dass ihr euch hier beim wildesten Feiern und so, beim Hinknallen gegenseitig hochzieht und uns einfach immer wieder den Eindruck gebt, als ob wir irgendwo in einem Wohnzimmer stehen und mit euch als Familie zusammen feiern. Danke euch. Und jetzt nehmt euch irgendeinen scheiß Schal, irgendein Shirt. Verdammt nochmal, zieht eure Shirts auf. Jetzt muss ich die schöne Hemd direkt wieder ausziehen. Und was auch immer ihr in der Hand haltet, an wen ihr auch immer jetzt denkt, es ist vor allen Dingen heute Abend für euch. Ich mache jetzt Doppelwedler. Ganz geil. Seid ihr bereit? Toni, passt du auf diesen Scheißlappen auf? Ich nehme den. Okay, fertig? When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of the lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams geniales Krisenmanagement abgezogen gestern. Danke euch allen! Ciao! Und wenn ihr zurückgeht in eure Zelte, die Campwagen unter die Brücken, trinkt einen auf euch, wir tun dasselbe hinter! Viel Spaß nochmal!